Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir befinden uns hier an einer anderen Stelle. Das liegt daran, dass ich hier gerne hingekommen bin, weil ich wollte mal kurz einkaufen gehen. Willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Ja, taktische Schrotflinte, Militärgewehr, gute Waffen hier. Erstmal die Typen betatschen. Steigklemmenantrieb. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Aha, okay. Was haben wir hier? Gewehrgranatwerfer. Gewehrleserzielfernrohr und Kommando-Outfit. Ja. Was haben wir hier noch? Waffen-Upgrades. 175, ich glaube da geht noch los hier oder was? Haben wir draußen noch ein bisschen was? Nee, ne? Also spontan würde ich sagen, nehmen wir das Ding. Hui. So. Das hatte ich schon eine Weile im Auge. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Halten Sie an Seilsträngen zur Aktivierung X gedrückt. Ja, Freunde, das habe ich ja schon mal erwähnt. Es geht schnell, so schneller. Ich habe gestern mich schon mal dran gewagt, ein bisschen was einzusammeln. Dinge, die ich nicht verstehe, ist wie zum Beispiel, dass da eine Mission verfügbar ist, die nicht verfügbar ist. Das Ding ist in dieser Höhle, in dieser Wolfshöhle, wo wir zum Schluss waren. Da ist diese Mission. Also da ist sie auf jeden Fall auf der Karte aufgezeichnet. So gehe ich hin. Keine Sau da. Denke ich mir, ja. Was nur? Geil. Gehe ich denn hier rüber? Hier ist nämlich auch nochmal ein Auftrag direkt am Anfang. Gehe ich hin. Keine Sau da. Verstehe ich nicht. Hier ist noch ein Mitzversteck. Ja, das muss ich alles hier noch holen. Ich war so sehr damit beschäftigt. Ich glaube, ich habe mich 2, 3 Stunden mit den Missionen beschäftigt. Und dann gab es hier noch diese Herausforderungen, die echt assig schwer sind. Hier zum Beispiel Meinungsverschiedenheit. 0 von 7 Poster verbrannt. Ich habe nicht eingefunden. Ich habe hier so viel Zeit hier verbraucht. Nicht eingefunden. Und Kopf um die Flagge. Sowjetflaggen abgeschnitten. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich denke mal, die sind eher so wie die Kanickel. Ansonsten habe ich hier noch rote Laptops zerstört. Davon habe ich einen gestern gefunden, als ich das gemacht habe. Die anderen zwei haben wir im Let's Play irgendwie gekriegt. Und ich weiß nicht, wann ich das gekriegt haben soll. Wann haben wir denn rote Laptops zerstört, Freunde? Ich weiß das nicht. Krass. Naja, benutzen wir einmal kurz das Lagerfeuer. Benutzen wir das Lagerfeuer und hauen ab. Ich habe festgestellt, dass wir da wahrscheinlich gleich hochgehen, nachdem wir neue Pfeile bekommen haben. Und wir haben natürlich einen Fähigkeitspunkt frei, den haben wir ja gestern gesehen. Und wir gucken uns mal an, was haben wir denn zur Verfügung. Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente, Monolithen und Truhen in der Nähe. Sogar durch solide Mauern hindurch. Oh. Verbessern Sie Feuerpfeile um die Reichweite. Erhöht die Größe und Dauer. Ich mach das hier. Das klingt gerade für mich so, wow. Ich kann das? Das ist cool. So. Ja, welche Waffe trage ich denn gerade? Ja, eigentlich nur bei der Schrotflinte, ne? Können Schaden erhöhen, Nachladegeschwindigkeit, Rückstoßstabilität wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und ein bisschen Schaden, komm, passt schon. So, dann reisen wir wieder dahin, wo wir hingehören. Ach, wir gehen schon wieder in ein neues Gebiet. Ist ja crazy. Gut, da fehlt mir auch noch jede Menge Freunde. Oh Gott. Ah, das Spiel ist echt so ein bisschen verzwickt. Aber ich werde das schon hinkriegen. Ich meine, ich gönne mir da die Zeit, dass ich da mal ein bisschen rumlaufe. Es macht ja Spaß. Ist ja nicht so, als wenn ich sagen würde, ey, komm, das ist Kacke. Ich habe keinen Bock drauf. Nein, es macht wirklich Spaß. Haben die sich gut durchdacht. Das ist nicht so wie bei Assassin's Creed. Bei Assassin's Creed ist es nur, ich gucke auf die Karte und weiß, wo es ist. Und lauf hin. Und hier? Hier suche ich richtig. Hier weiß ich, okay, es sind Laptops, dann suche ich nach roten Laptops. Es ist viel einfacher, als nach Federn zu suchen, die irgendwie leuchten, weil die Laptops sind rot. Gut, das mit den Flaggen und so, ist eine andere Geschichte.
Aber egal, gehen wir erstmal weiter. Wir wollten heute hier hingehen, ne? Nicht vergessen, Zero. So, dann gehen wir da doch mal hin. Falls möglich. Und zack. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ein sehr auffälliger Lichtpunkt, der anscheinend von da kommt. Naja, immerhin haben die alles berechnet. Was zum Teufel? Okay, da hängt etwas aus der Decke, das sehr, sehr unschön aussieht. Aber gut, ignorieren wir das. Ich hab zuerst gedacht, das wäre ein Zensurbalken gewesen. Sah von Weitem so aus. So, eine Feder. Hui, der Rest ist voll. So. Es gibt hier gar nicht so viel zu tun mit den Sachen, die man zusammenbasteln kann. Das ist halt ein bisschen crazy. Hier ist ein bisschen Wasser zum Duschen. Wir gehen aber hier lang. Unbekanntes Gebiet. Optionales Herausforderungsgrab. Aha, sinnvoll. Aber wir können ja jetzt Relikte und so durch die Türen sehen, ne? Ja, am Arsch. Hier ist nichts. Ich bin gespannt, was für ein Rätsel da auf uns lauert, Freunde. Hui, das sieht gut aus. Okay, das sah seltsam aus. Ich habe mich im Drehen, habe ich mich aufgerichtet und bin rückwärts gefallen. So. Ich muss irgendwie darüber kommen. Vielleicht mit einem Seil. Ich finde es cool, dass es die Tipps gibt, aber manchmal wünschte ich, sie würde es nicht tun. Yay! Oh, ist das schön, Freunde. Das sieht doch richtig gut aus, wenn sie es macht. So, nicht mehr doof rumklettern. Das habe ich gewollt. Eine Art Begräbniskammer. Krass. Ich meine, wie wir aus dem Schneegebiet in so eine warme Gegend gekommen sind. Das finde ich krass. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Ja, wieso nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts, Freunde, ne? Aber wo soll ich jetzt hin? Nee, das ist nur das Ding. Ist das jetzt das Rätsel? Ah, ich glaube, das Rätsel ist, dass wir hier hochspringen müssen. Rätsel gelöst, Freunde! So, wo ist meine Belohnung? Ich glaube, das ist einfach. Erstmal kommen wir jetzt zum Lagerfeuer, ne? Großartig. Wieso ist hier immer noch kalt? Das sieht voll warm aus hier. Naja, gut, egal. Das Ding scheint sich zu drehen. Da hinten scheint sich etwas zu befinden. Oh, es ist ein Boot. Hey, Odi! Nein! Boot! Nein! Okay, halten wir es erstmal damit fest. Das dreht sich auch da hinten, ne? Ich weiß ehrlich noch nicht. Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Aha. Ja, ich sehe es doch, aber ich weiß hier nicht wirklich. Das ist für den Fährmann. Was soll ich mit den Flößen machen? Ich weiß es noch gar nicht. Aber ich hole die erstmal raus, ganz klar. Oh Gott. Oh! Nein!
Ich stelle erstmal meinen Desktop-Sound aus. Wir können hier sterben. Da dreht sich auch was. Ach so. Ich soll das Wasser überwinden. Dann sag das doch mal einer. Ja, nicht Jesus. Weiß nicht, wieso der hier nicht. Der war einfach nicht mehr angebunden. Den kann ich doch jetzt nehmen, oder? Ist das jetzt gescheatet? Ich glaube, das ist gescheatet. So. Das nehmen wir auch nochmal mit. Was machst du da hinten? Wie schafft das bitte, sie zurückzufließen? Tschüss. Hä? Hä? Wie? Hä? Wie schafft das? Wie schafft das gegen den Strom anzukommen? Ich glaube, ich hätte ihn mal direkt hier so ranhängen sollen, oder? Und was bringt mir das jetzt? Ich meine, klar, ich könnte jetzt hier raufgehen und sterben. Hilfe! Vor allem, wie sie einfach nur so ganz lasch gegen den Felsen prallt und stirbt. So, dann springe ich hier nämlich rauf. Versuche das Ding zu treffen. Yay! Es funktioniert. Irgendwie. Oder auch nicht. Ich muss kurbeln, oder? Nein, nein, ich muss kurbeln! Ich muss kurbeln! Nicht abschneiden, Dara, Mann! Ich schneide das Viech erstmal ab. Ist klar. Kann ich die nicht einfach beide verbinden? Geht das? Kann ich das ganze Konstrukt hier kaputt machen? Ich glaube, das Seil hält es nicht aus. So. X. Richtung. Ja, drehen. Okay. Alter, reißt gar nicht ab. Ich habe gerade den Stress umsonst gemacht. Der reißt einfach nicht ab. Naja, egal. Ich bin frei. Yeah. War es das jetzt für ein Rätsel? Es war jetzt nicht wirklich schwer. Es war nur sehr, sehr. Interessant. Anstrengend. Sie haben ihre Toten einbalsamiert? Geben wir zu, das Rätsel war natürlich funny, aber es war halt ziemlich arm. Es ging halt nur um die Design-Rätsel. Anatomiekenntnisse? Anatomiekenntnisse. Spüren Sie die Position von Tierherzen, wenn Sie Überlebensinstinkte benutzen oder auf Beute zielen. Schüsse auf Tierherzen richten großen Schaden an. Tiere mit dickem Fell, Bären und Großkatzen sind gegen Herzschüsse immun. Aha. Und wieso wird da bitte sehr auf dem Bild angezeigt, dass Lara dem Lux ins Herz schießt? Sie verarschen?
Drücken Sie RS, um Überlebensinstinkte zu aktivieren, oder halten Sie LT gedrückt, um auf das Tier zu zielen und das Herz zu sehen. Ja, gut. Geheimnis entdeckt. Muss ich hier den ganzen Kram mitnehmen, ne? Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Ja, ich meine, es ist... Bei Kelchen ist das immer so eine Sache. Ich habe selber auch mal aus einem Kelch getrunken. Es ist nicht schön, es ist nicht angenehm. Man schmeckt halt das Metallische. Und das ist sehr, sehr widerlich. Ach, und jetzt muss ich irgendwie mit dem Rätsel zurückkommen, oder was? Hab ich einen Arsch offen? Das ist wirklich kein Rückweg? Ja, sinnvoll. So, versuchen wir mal zu kurbeln. Oh Scheiße, ich hab die Boote zusammen verbunden, oder? Ach so, kommen wir zurück. Das hätten wir gar nicht verbinden müssen, dann wäre von alleine hier rüber gefahren. Naja, habe ich halt die Boote zusammen verbunden. Macht nichts. Passt schon. Oder ist der hier zum Zurückkommen? Naja. Wie egal, ich laufe zurück. So, oder ich teleportiere mich zurück. Das geht natürlich auch. Schnellreise. Wir müssen eigentlich so noch eine Krypta finden und ich glaube zwei ganze optionale Gräber. Gucken gleich mal kurz auf die Karte. Vielleicht haben wir ja mit den Geheimnissen, die wir entdeckt haben, auch die Orte entdeckt. Hoffentlich. Würde Sinn ergeben, dass sie da eine Karte in den Katakomben haben, wo alles aufgezeichnet ist, wo sie ihr ganzes verstecktes Zeug haben. Oder nicht? So. Was sagt mir denn die Karte? Die Karte sagt mir, dass da eine verschlossene Truhe ist. Und da auch. Die kann ich nicht öffnen. Basislager? Ach so, das ist das Herausforderungsgrab. Nicht weiter schlimm, nicht weiter schlimm. Das kennen wir, ne? Ja, das kennen wir. Aha! Krypteneingang. Frage ist nur, wo sind die anderen Gräber? Ich meine, hier könnte einer sein und da könnte irgendwo auch einer sein. Oder da. Könnte überall so ein verdammtes Grab sein. Vor allem da habe ich doch eins gemacht. Das heißt, wir müssten jetzt zwei haben, ne? Ja. Drei sehen wir, zwei haben wir. Ansonsten haben wir noch den Krypteneingang. Ist aber so weit weg. Ey, das erspare ich euch, Freunde. Wir kriegen da sowieso nur so ein Einzelteil von irgendeinem Bogen oder irgendwas. Ich meine, es ist das letzte Teil von dem Bogen, was wir brauchen, aber hey. Besorge ich das halt alleine.
Wenn man so will, zieht das keiner von euch. Ob wir da jetzt eine halbe Stunde lang hinlaufen, einmal das Ding grabben und dann wieder zurücklaufen, oder ob wir direkt weitergehen und ich hole das selber. Aber die optionalen Gräber machen wir zusammen, sobald wir das richtige Werkzeug dazu haben, beziehungsweise sobald ich das andere Grab gefunden habe. Nun denn. Die Akropolis. Mit den Hütchen. Ob die dazu zählen, die Hühnchen? Zu der Herausforderung? Geht's da weiter? Cool. Und was hat der Vogel hier unten? Mein Huhn. Jetzt werde ich den Gegnern ins Gesicht werfen. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Ja, der Prophet scheint also doch noch am Leben zu sein. Und das Hühnchen. Das haben wir gefangen. Achso, ich glaube, wir haben es verbuggt, oder? Kann das sein? Na gut, ich würde sagen, damit war es das für heute, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder und dann gucken wir mal, was wir mit dem Mädchen machen. Hey, was fallen lassen. Ich hab's total verpackt. Lebe, Hühnchen! Lebe! Oh. wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.